Hallo meine lieben Freunde, ich bin's, euer Landvogt, und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Constructor, beziehungsweise ich denke, ich werde einfach nur die Highlights präsentieren. Ja, doch. Erstmal muss ich aber hier noch ein bisschen leiser machen. Sound. Gamma? Was zur Hölle macht Gamma unter Soundeinstellungen? Dein Ernst jetzt? Oh. Make love, not war. Okay. Okay, meine Freunde. Drei KI-Gegner und ich. Damit das auch so richtig fetzt. Halt die Schwierigkeitsstufe, muss ich noch auf Light stellen. Wenn wir nicht überanstrengen. Das muss sein. So. Bestätigen. Bauen, bauen, bauen. Der Mann sagt es. Okay, ich baue. Männer, los, an die Arbeit. Was ist denn jetzt das? Habe ich doch schon gemacht. Wie krieg... Ach so. Ja, dann nur Bolt, genau. Ja, so. Du mal arbeiten, Leute. Ja, dass ihr ja mal was tut hier. Fällt mir ja sonst nicht aus mit der Rumsteherei hier. Da ist der Gegner. Verdammt, ich brauche einen anderen. Hier, genau. Kann ich ja nicht stoppen. Oh, jetzt läuft es aber zu schnell. Verfluchte Scheiße, Alter. Wie mache ich das langsamer? Verdammt, nicht hier klicken. Okay, das ist jetzt langsam. Ich habe gedacht, da gibt es noch einen Pause-Modus. Was ist, wenn ich Pause drücke? Es hilft nicht. Ich drücke Pause und es geht nicht. Okay. Tut nichts zur Sache. Jetzt arbeitet ihr. Und ihr arbeitet verdammt nochmal schneller. So, die arbeiten hier ordentlich am Holz. Sollten sie verschiedene Häuser. Machen wir jetzt mal hier gleich mal einen ordentlichen... Eine Hecke. Hecke geht doch immer. Kosten die 300? Ist teuer, ey. Gibt's auch gleich mal ein neues Badezimmer. Oh, Badezimmer? Ja. Mein Schlafzimmer ist auch immer ganz gerne ein Badezimmer. Ihr Assis, seid ihr zufrieden? Macht sich gut an. Ja. Ja. Das sieht ein bisschen pervers aus, was ihr da macht. Ja. Aufgrund der hohen Qualität ihrer Schuppen erteilt ihnen der Baugutachter die Genehmigung, nach dem Bau des Zementfabrikgeländes einige richtige Häuser zu bauen. Ah, das hört sich doch gut an, oder? So muss das, Alter. Mittlere Maustaste, ich kann mich hier so fortbewegen. Was macht denn der Irre? Oh, das sieht aber nicht gut aus. Der expandiert ja. Hat denn der seine HQ stehen gehabt? Das beste HQ, ey. Jo, wie ist denn beschwert sich da? Wer beschwert sich da? Zum Donnerwetter nochmal! Ich kann mich kaum denken hören! Dreh mal ja. Den Krach leiser! Wird's bald! Ja, die Assis führen sich wieder auf. Das war ja klar, ne? Das war so klar, Alter. Oh Mann, ihr habt echt nichts drauf. Glückwunsch! Ja, sie haben jetzt schon. Genügend Ressourcen. Was ist denn da noch? Zum Donnerwetter nochmal! Ich kann mich 78 Tage, zum Donnerwetter nochmal! Ich kann mich kaum denken hören! Mit denen hat man nur Probleme, Leute. Ich sage eben nur Probleme, ja, als allgemein und so. Diese was haben wir denn hier? Assis sind der niedrigste Typ an Mieter, den du sie sagst für ihre es, Typi, bekommen Alter. Können. Aber wenn sie schnell Arbeiter brauchen, dann produzieren diese Leute Nachkommen wie die Kaninchen. Verstehe ich. Überraschenderweise mögen sie den Krach einer angrenzenden Fabrik nicht. Das liegt wohl an dem Gedanken an all die arbeitenden Menschen. Oh, toll. Warum baue ich dann hier meine Zementfabrik hin? Ohne Witz. Kriege ich hier nochmal ein normales Gebäude hin? Na klar. So, wir kümmern uns wieder um eine Hecke. Wer seid ihr denn? Hör zu. Das war so ein Assi-Pack. Was? Die Hütte ist schon total versifft. Hör zu. Natürlich, ich kann da keinen mehr. Ja, dann bleibt das leer. Habe ich auch keinen Stress. Bleibt leer. Vorrent? Nee, bleibt leer. Kein Bock mehr. Sie können nun Ihre Häuser und Gärten verbessern. Schnauze. Was ist los? Achso. Jetzt. Was kommen jetzt für Beschwerden rein, ey? Was wollt ihr jetzt alle von mir? Kann ich hier stoppen? Oh, jetzt geht's wieder schneller. Verdammt. Stopp. Stopp. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich da gerade so im Gefühl, dass das Spiel demnächst wieder abstürzen wird. Ich versuche mal zu speichern. Spiel speichern. Schon mal gespeichert ist Spiel 1. Das war wohl mein anderes Spiel. Ich nehme mal den leeren Speicherplatz 2, denn man weiß nie, was passiert. Enter. Oh, es hat funktioniert. Alles klar. Ich bin fertig. So, Schichtbeginn. Dauert gleich, werden sie sich wieder alle beschweren. Tag und Nacht läuft diese verdammte Zementfabrik.
Ich kann nicht mehr ruhig mit meiner Frau schlafen. Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Tja, dann nimm doch Ohrstöpsel. Gegen das Aussehen deiner Frau kann man leider nichts machen, ne? Kriegen auch nie Nachwuchs. Was heißt denn jetzt hey, wieder? Ich bin doch kein Hippie. Kann keine Bäume gebrauchen. Shit. Ich mag meinen Gartenmist. Also weg damit, klar? Okay, wie kann ich manuelle Hausreparatur wieder zur Räumung zwingen, Besitz und Bauamt verkaufen? Der hüpft im Dreieck, das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Leck mich am Arsch. Was mache ich denn jetzt? So, aber es sieht doch schon mal gut aus, oder? Ja, tolle Stadt. Als Abschiedsgeschenk haben wir eines der Zimmer für dich renoviert. In unserem oh, das klingt nicht gut. Was habt ihr getan, ihr Wichser? Ohne Mist. Erstmal wieder ein Garten, dass sie ordentlich an die Hecke schiffen können. Nix anders, ey. Gut rein, wir brauchen Arbeiterkinder. Was ist denn jetzt was wieder, ey? Was ist hier passiert? Dieses Kaff geht vor die Hunde. Wenn dein Team das nicht sofort in Ordnung bringt, packen wir unsere Sachen. Ist das angekommen? Was ist denn kaputt? Was ist denn mit euch? Das Bauamt hat Probleme mit einem der Mieter auf ihrem Grundstück. Erteilen Sie ihm eine Lehre, indem Sie entweder sein Haus zerstören oder ihn rausekeln. Das müssen Sie innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens schaffen. Klar. Natürlich. Aber sonst nichts anderes zu tun, ne? Werden Sie gefeuert? Ja, natürlich, bloß weil ich einen scheiß Mieter habe, der sich aufhört oder so. Ich verstehe ja sein Problem nicht. Wer denn? Wer denn? Die Hygienestandards in Ihren Häusern auf dem Grundstück liegen weit unter dem Standard. Eine Kakerlakenplage wurde gemeldet. Sie müssen die Badezimmer in all Ihren Häusern auf dem Grundstück verbessern. Ach, und die Kakerlaken beseitigen. Ach nein, das wollte ich nicht. Okay, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut rein. Ich muss diese Leute rausekeln. Ohne Witz, warum denn? Die sind beim Gegner, die gehen mich überhaupt nichts an. Egal, ich mache erstmal einen Speicherer. Ich bin jetzt der Speicherer, nehme den Spielstand 3 und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ja? Ich wünsche euch was. Immer schön Ohren steif halten und natürlich einen Daumen nach oben geben, ne? Ihr kennt das ja. Ihr wisst ja, meine Videos sind doch jetzt nicht so schlecht, oder? Egal, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Landvogt. Aktuelles Spiel verlassen. Das klingt nicht schlecht. Oh shit, was ist denn jetzt? Oh. Ich glaube... Ja.